Wow, das glitzert und funkelt. Sind denn das jetzt alles Diamanten, die man hier sieht? Nein, das sind keine Diamanten. Die Marke Diamondfire wird inspiriert von Diamanten und Brillantschmuck. Aber wir verwenden Zirkoniasteine und 940er Sterling-Silber, Premium-Silber mit Dreifachplattierung. Und deswegen funkelt das Ganze wie Echtschmuck. Kann man sagen, dass grundsätzlich der Trend zu Zirkoniasteinen geht, weg von den Diamanten, die ja doch sehr, sehr hochwertig sind? Ja, also es ist natürlich so, wenn man einen Diamant verliert, dann tut es schon ziemlich weh. Und wenn man Zirkoniaschmuck hat, der ebenso schön funkelt wie Diamantschmuck, dann ist das natürlich eine tolle Sache, weil man quasi jeden Tag tragen kann und wenn man mal was verliert oder so, dann tut es nicht so weh. Was ist das Geheimnis, dass Sie dieses Imitat so perfekt hinbekommen, dass man tatsächlich so ein Zirkonia von einem Diamanten gar nicht mehr unterscheiden kann? Das ist der ganz besondere Schliff. Mit 57 Facetten geschliffen ist unser Zirkoniastein und somit hat er auch die tolle Brillanz. Und das Silber ist dann auch noch dreifach plattiert durch Rhodium, Palladium und Platin. Und er strahlt dann eigentlich wie 18 Karat Weißgold. Jetzt haben Sie nicht nur dieses faszinierende Kleid hier, sondern haben ja auch andere tolle Highlights. Was können Sie mir denn zeigen? Was ist besonders? Ich würde sagen, unsere Schmuckstücke sind sehr klassisch und da zeige ich Ihnen auch direkt. Gerne. Wir haben auch ein kleines Highlight, unsere LED-Box. Da ist ein kleines Licht integriert. Da ist der Auftritt, die Geschenkübergabe quasi nochmal ganz toll in Szene gesetzt und der Ring funkelt nochmal um Welten mehr. Unglaublich. Sagen Sie, was ist das Besondere jetzt an diesem Ring? Würden Sie sagen, das ist ein typischer Verlobungsring? Der Ring per se jetzt nicht unbedingt. Wir haben natürlich Solitärringe mit nur einem Stein. Das sind so die typischen Verlobungsringe. Aber der Ring hier ist einfach ein Klassiker für den großen Auftritt, aber auch für den Alltag gedacht. Also der ist sehr stark und ganz verschieden einsetzbar. Wenn man sich den Ring jetzt anschaut, wo liegen wir da preislich? Das Stück ist jetzt bei ungefähr 129 Euro UVP. Also alles im erschwinglichen Rahmen. Wow, ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, es sieht tatsächlich aus wie ein echter Diamant, wie ein echter Solitär, der da in der Mitte sitzt. Ja. Sehr schön. Haben Sie vielleicht auch noch einen Klassiker oder irgendwas, was Sie sagen, das verkaufen Sie sehr oft? Wow, ein ganzes Set. Dieses Set hat einen UVP von 89 Euro. Das heißt, das ist unser absoluter Bestseller und der perfekte Einstieg für die Marke Diamondfire. Ist ein tolles Geschenk und trifft eigentlich mit der Schlichtheit jeden Geschmack. Da haben es die Männer dann einfach, gell? Da gibt es dann das Ostergeschenk, das Weihnachtsgeschenk und das Geburtstagsgeschenk, alles in einem. Genau, verteilt, geschenkt ist das perfekt. Verkaufen Sie sowas auch oft an Hochzeiten? Ja, also der Ring wird auch häufig benutzt, allein schon für die Verlobung als Verlobungsring, aber auch für die Hochzeit selbst wird das Ganze verkauft. Wobei wir haben auch eine Bridal Collection, die ist ganz speziell nur für den schönsten Tag im Leben und die umfasst auch viel Perlschmuck und aufwendige Schliffe, sodass das Hochzeitskleid nochmal ganz toll unterstrichen wird. Wo geht denn so der Trend die nächsten 5 Jahre hin? Wo sehen Sie da die Firma Diamondfire? Wir sind eigentlich eine sehr klassische Firma. Unser Schmuck ist wirklich sehr zeitlos und klassisch. Wir haben ein paar moderne Stücke, wobei die Solitärartikel sind einfach der absolute Bestseller. Und es ist einfach klassisch elegant. Diamonds are the girl best friend. Huh? Yes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank für das nette Interview und gute Geschäfte. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.